Hallöchen, meine lieben Balkongartenfreunde. Ja, jetzt habe ich gerade meine Radieschen verspeist und was übrig geblieben ist, ist ein Teller voll Radieschenblätter. Ja, Radieschenblätter sollte man jetzt aber nicht gleich in den Müll schmeißen oder auf den Kompost, da müssen sie auch nicht unbedingt hin, sondern man kann mit diesen Radieschenblättern auch noch sinnvollere Sachen machen. Man könnte sich zum Beispiel einen grünen Smoothie machen und für das Blattgrün könnte man da eben die Radieschenblätter verwenden. Als Alternative würde auch noch funktionieren, dass man die Radieschenblätter zum Beispiel ganz fein unter einen gemischten Salat schneidet und sie dann als Beilage verwendet. Also man sollte auf jeden Fall Radieschenblätter nicht sofort wegschmeißen, denn sie enthalten sehr viel Mineralien und Vitamine. Und ich finde, die sind einfach zu schade, um sie auf den Kompost zu werfen. Obwohl, vielleicht habt ihr ja ein paar Hasen oder ein paar Kaninchen, die essen solche Radieschenblätter, glaube ich, auch ganz gern. Da werden sie dann natürlich auch noch viel besser eingesetzt. Ja, meine Lieben, das waren auch schon meine kurzen Tipps zu dem Thema Radieschenblätter. Wohin damit? Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Balkonien. Ciao.